Ja, der Größenvergleich von Bruchzahlen ist total easy, wenn ihr alle Vokabeln vorher drauf habt. Ich würde also nicht nur nach dem Schema F, nach dem berühmten Schema F lernen, also einfach nur jetzt anschauen, was macht ihr jetzt gerade in dem Video, sondern schaut euch die Vokabeln an. Was ist ein Bruch? Wie kann ich Brüche erweitern, kürzen? Was ist ein echter, ein unechter Bruch und ein gemischter Bruch? Denn dann könnt ihr relativ schnell, wenn ihr dieses Paket habt oder wie viele Sachen auch immer Pünktchen, Pünktchen noch dahinter stehen, dann könnt ihr euch das ganz entspannt schnappen und sagen, okay, da steht jetzt 7/8, hier steht, das ist ein, was ist das für ein Bruch? Wenn ihr die Vokabel habt, seht ihr ganz schnell, unten der Nenner, diese Zahl ist größer als oben, das ist ein echter Bruch. Hier haben wir 2, nicht mal, sondern 2 1/4, das ist ein gemischter Bruch. Und hier 20 2/32, wieder ein echter Bruch. Ihr seht sofort, unten jeweils da im Nenner, da stehen nicht die gleichen Zahlen. Also packt ihr oder schnappt ihr euch die ganzen Dinger und 7/8 kann ich so lassen. 2 1/4 schreibe ich erstmal um von gemischter Zahl oder von gemischtem Bruch in einen unechten Bruch. Das ist geklärt in dem Video. 2 mal 4 plus 1 ist 9/4. 20 2/32 lasse ich erstmal so stehen. Sehe jetzt zu, dass ich unten den Nenner genau gleich mache, denn dann kann ich viel besser vergleichen. Manche sehen es vielleicht auch jetzt schon. Ansonsten bringt ihn auf die gleiche Zahl. Das kann man jetzt mehr oder weniger geschickt machen. Man könnte die 32 auf 8 bringen und die 4 auf 8 bringen. Man könnte die 8 unten auf 32 bringen und die 4. Das könnt ihr euch aussuchen. Ich mache jetzt mal alles auf 32. Dann müsste ich den Bruch erweitern. Wie komme ich von 8? Auf 32, ganz einfach, unten mal 4, oben mal 4, habe ich 21 2/32. Wie komme ich von der 4 auf die 32? Unten mal 8, oben auch, 9 mal 8 ist 72 2/32, kann ich so lassen. Und jetzt seht ihr sofort, 20 von 32 ist das kleinste, 21 von 32 wäre das nächste und 72 2/32 wäre das größte, also in der Schreibweise 20 2/32 ist kleiner als 21 2/32, das ist nochmal kleiner als 72 2/32. Nochmal, ihr hättet es genauso gut auf einen anderen Nenner bringen können, das mache ich jetzt zum Schluss mal. Also, wenn man es erkennt, ich kann auch sagen, 7/8 bleibt. Ich bringe hiermit mal 2 und mal 2 auf 18/8. Und hier steckt die 8 ja 4 mal drin, also durch 4 unten, durch 4 oben. Das kann ich machen, weil die 4 auch in die 20 passt. Wäre 5/8. Auch hier würde ich genauso sortieren. 5/8 ist kleiner als 7/8, ist kleiner als 18/8. Und vielleicht müsst ihr dann entsprechend auch noch diese Werte dann hinschreiben. Also das bleibt 20 2/32 ist kleiner als 21 2/32. Was war die 21 2/32? Das war dieser erste Wert hier. 7/8 ist kleiner als die 72 2/32. Was war das für ein Wert? Das war entsprechend 2 1/4. Also man kann eigentlich nicht durcheinander kommen, wenn ihr das so übersichtlich hinschreibt und die Vokabeln vorher gelernt habt.